Die größte Herausforderung im Vorstellungsgespräch ist, etwas über die Persönlichkeit und das Verhalten des Bewerbers in Erfahrung zu bringen. Was macht die Persönlichkeit eines Menschen aus? Die sozialen Fähigkeiten des Bewerbers erkennt man beispielsweise an der Höflichkeit, der Ausdrucksweise und ähnlichen Dingen. Gutes Beobachten ist im Vorstellungsgespräch nicht unbedingt eine Gabe, sondern hängt vielmehr von bestimmten Regeln ab, die beachtet werden sollten. Das Schwierigste beim Beobachten ist, nicht sofort eine Wertung abzugeben. Gute Beobachter versuchen im ersten Schritt, das Beobachtete bloß aufzunehmen und sich erst nach dem Gespräch ein Urteil zu bilden.